Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life. Wir sind auf den Schienen und sind unterwegs in den Lambda-Komplex und schauen direkt mal, wo wir denn genau gelandet sind. Aha. Nun, damit würde ich mal sagen, fahren wir mal los. Gleich mal ducken. Denn wir wollen ja nicht diese Dinger hier aktivieren. Das sind hier ganz eindeutig 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit ist die weg. Ganz eindeutig Aktivierer für Selbstschussanlagen. Und die wollen wir natürlich nicht aktivieren. Okay, die Selbstschussanlage hätte jetzt wahrscheinlich... Na, komm, das waren doch eben schon 6 Treffer. Na, wahrscheinlich ging einer daneben. Ich lass die mal in Ruhe. Na komm. Schneller. Wieder langsamer. Wo bist du? So. Nur nicht die Selbstschussanlage berühren, denn sonst wird sie ja schließlich aktiviert. Das wollen wir wiederum nicht. So, wieder raus, wieder hier rauf. Speichern und Gas. So, was erwartet uns hinter der nächsten Ecke? Jetzt ist mit geladen. Das sieht nicht gut aus. Okay, ein Raketenwerfer, da steht aber jemand dahinter. Den können wir vielleicht mit Hilfe einer Handgranate. Der hat ein gewisses Delay, bevor er schießt, so dass wir den treffen können. Okay. Das war dann natürlich genau der Raketenwerfer abgeschossen. Das bringt natürlich gar nichts. Also wenn unser Zielkreuz in der Mitte rot wird, dann können wir den treffen. Da hat es eben ganz schön geruckelt. Ja, das war's. Und dann speichern wir nochmal, falls sie jetzt irgendwas verbauen, wenn wir die Mine, die Mine auch noch in die Luft jagen. Wahrscheinlich hätten wir ihn genau mit der Mine in die Luft jagen können. Naja, egal. Ich kann mich noch erinnern, dass das für mich damals auch eine extrem schwere Stelle war. Weil ich nicht wusste, wie ich den platt machen soll. Und der mich dann, ich habe hier geduckt und dann hat er mit den Raketen auf die Front von dieser Bahn geschossen und die Explosion hat mich getroffen. Das war jetzt nicht der Fall. Zum Speichern. Ja, gute Idee zu speichern. So. Schauen wir mal, hier kommt nichts. Aber mit Sicherheit sind da jetzt wieder Gegner, weil hier ist ja schließlich der Weg versperrt. Das ist schon so ein bisschen spieldesignmäßig, dass man das vorhersehen kann. So. Kann ich hier schon mal runtergehen. Und, oh, das sind aber viele von denen. Dann machen wir mal so. Oh, ich bin genau auf die Schiene gelatscht. Das ist sehr klug von mir. Ja, die sind ein gutes Hindernis. Und weg sind sie. Die waren ein gutes Hindernis. Okay, hier ist kein Hebel für die. Ach, dann müssen wir jetzt da hinten rein.
schauen wir mal, was haben die hier? Ist noch eine Bahn, okay. Kann natürlich auch sein, dass wir die Bahn nehmen müssen. Okay, hier sind noch Soldaten. Erstmal räumen wir uns den Weg frei. Und das hat tatsächlich auch die Soldaten mit aus dem Weg geräumt. Was? Die halten nicht mehr viel aus. Interessant. Sind die jetzt schwächer? Oder treffe ich einfach besser? Laden wir einfach mal erst mit dem Anzug wieder auf und machen dann hier den Weg frei. Das ist der Weg von der anderen. Okay. Wir müssen tatsächlich zurück. Tatsächlich die andere. Wo ist er denn? Ach, da oben bist du. Na, dann nicht. Wir müssen die andere Bahn nehmen. Einmal umsteigen. Von dem einen auf den anderen Zug. Das ist jetzt auch kein Problem für uns, oder? Speichern. Speichern nicht vergessen. Und ab geht's in den nächsten Abschnitt. Mal sehen, was uns hinter der Kreuzung erwartet. Ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal in diesem Spiel tatsächlich hier entlang gelaufen, ohne die Bahn einmal zu nutzen. Okay, da ist so ein Tor, mit dem ich schießen kann. Gehe ich offen aus, dass es für uns hilfreich wäre, das auch zu nutzen. Nein, keine gute Idee. Das Ding ist gepanzert. Okay. Jetzt auf einmal sind sie super stark. Dann wähle ich mir eine andere Waffe aus. Schade, dass ich hier die zweite nicht mehr habe. Gucken wir mal, was wir hier noch reißen können. Also die... Das Ding ist hier. Das hat nicht funktioniert. Gucken wir mal, was eine Granate da rein. Die gehen bestimmt daneben. Ja, ja, die gehen daneben. Dann halt so. Ich denke, das ist auch so gedacht. Jetzt steht der hier. Haha, jetzt steht der hier. Natürlich bereit. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt eine Granate bei dem einwerfen können. Nein, aber... Ja, so kann ich ihn abballern. Jetzt sollte das Ding nicht mehr schießen. Gucken wir mal. Ohne jemanden, der es bedient, ist es natürlich nicht mehr aktiv. Man hätte wahrscheinlich hiermit das auch abschießen können. Dann hätte man den Typen genau treffen müssen. Und einmal so außen rum zu laufen, war in dem Sinne sicherer. So. Gucken wir mal weiter. Was uns auf den Schienen noch so erwartet. Aha, Aufzug. Okay. Hier geht's schon weg und da gehe ich davon aus, ich darf den Aufzug hier nicht mitnehmen. Gucken wir mal, ob sie eine Kiste haben, was wir brauchen können. Nö. Der hat die sofort. Naja, gut, okay.
Der hat die sofort benutzt. Das ist natürlich auch nicht das, was man will. So, mit dem kleinen Aufzug neben dran vorbei. Ah ja, und genau jetzt müssen wir eben die hier einsetzen, denn jetzt kann ich hier das Ding da irgendwo hinlegen, wieder runterfahren und gemütlich von unten den Fernzünder betätigen. Und jetzt sind die Kisten, sollten die Kisten oben weg sein. Okay, sind sie nicht. Das heißt, mir ist das Ding runtergefallen. Nehmen wir halt eine Granate. Okay. So viel zum Thema Granate. Ja. Wir haben tatsächlich nur einen einzigen Versuch mit dem Ding hier. Speichern wir mal hier. Und schauen, ich will das Ding. Jawohl. Auf die andere Seite von den Dingern legen. Das muss tatsächlich hier irgendwie runtergefallen sein, hier gelegen haben. So. Damit hätten wir das auch erledigt. So. Und hier standen auch noch Leute. Da geht's hoch, hier geht's runter. Dann gucken wir es mal unten. Ja, der hätte uns jetzt hier beschossen, während wir hier hochgefahren sind. So, das habe ich richtig im Kopf gehabt, dass man lieber den alternativen Weg nehmen sollte. Okay, hier ist noch Strom, der so umgeht. Ein bisschen Munition eingesammelt. Oh ja, das ist natürlich eine meiner Lieblingswaffen. So, schauen wir mal, ob der uns was anhat. Hat hoffentlich nicht. Durch. Nee, das ist nur Animation. Okay. So. Ja, wenn man nachtsam ist, so, das ist das Blöde nach dem Laden, ist das. Fahren. Na super. Die waren in der Kiste versteckt. Ich sollte beim Speichern immer, weil man fährt dann und das ist dann so. Ich kann den dann nicht, wenn ich ihn schnell deaktivieren muss, schnell deaktivieren. So. Langsam. Okay, hier darf ich jetzt nicht spawnen, jetzt bestimmt Gegner oder sowas, die die Dinge aktivieren. So, einmal gespeichert. Das war das, was ich meinte. Das war genau die Stelle, die ich meinte. Dann ist die Rakete hinter mir explodiert. Dann geben wir mal Vollgas. Ich fahre erstmal ein ganzes Stück auf den Zug. So. Das funktioniert nicht. Aber ich kann ja immer noch. Das war dumm. Dann lassen wir uns einmal töten und machen das nochmal. Also mit Vollgas auf den Zug. Ein Stückchen weg. Gucken. Stehen bleiben. Und jetzt können wir den Typen nach Belieben abschießen. Ja, die Munition möchte ich mir ersparen. So.
Ja, und damit haben wir das erledigt. So, einmal nachladen. Und zurück hinfahren und gucken, ob der irgendwas für uns fallen lassen hat. So, das ist jetzt tatsächlich ein... Da hatte ich E gedrückt. Das ist ein natürlich ein klassischer Ego-Shooter-Part. Offensichtlicherweise. Aber es ist eben nicht einfach nur, ich baller hier rum. Das ist eben das, was ich meine. Sondern das hier sind halt auch noch ein paar Rätsel dabei. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass Massen von Gegnern auf mich zukommen. Sondern ich habe hier... Ich will das umdrehen. Weil ich will geradeaus weiterfahren. Das Kreisfahrt, dann würde ich sicher das ganze Level nochmal spielen, da habe ich keinen Bock drauf. Da war eben etwas Elektroschaden. Gucken wir nochmal rein. Naja, das ist genau die Stelle, hier waren wir schon. Da geht es dann im Kreis. Und jetzt müssen wir hier stehen bleiben. Und müssen erstmal die Plattform hier hochholen. Die hier nämlich da unten ist. Ups. So, jetzt sind hier bestimmt irgendwelche Gegner wieder. Ich habe doch schon, habt ihr eben schon Schritte gehört. Und das ist, ja, ja. Nicht nur Gegner, nein, hier ist... Das war zu nah. Okay. Spiel laden. Warten wir doch, dass er geladen hat. So. Und dann werfen wir eine Granate runter. Ganz einfach. Dann gucken wir mal. Die ist scheint kaputt zu sein. Da sind wir gleich auf den Ordnern. Und zwar zum Beispiel die hier. Ja, ja, ich weiß. Ich probiere mal nicht in das Ding reinzuspringen. Ich bin gespeichert. Das hat geklappt. Genau. Einmal so. Und jetzt ist das hier kaputt, wie man sieht. Das heißt, wir können tatsächlich nicht hier entlang. Ich will nicht in die Nähe von den Dingern kommen, sonst schießen die. Ich will aber auch nicht auf die Schiene kommen. Also einmal speichern, gucken, ob ich das schaffe. Ja, ja, das war nah, weit genug weg. Und da sind sie wieder, unsere Militärfreunde. Inklusive Delay, bis sie was tun. Ja, okay. Darum geht's hier also. So. Da musste ich tatsächlich, auch wenn das gar nicht allzu schwer ist, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Von daher muss ich hier eben kurz still sein. So, ich war jetzt mal etwas leise, damit man die, die Leute Stimmen hört. Also sie reden hier von der Bio-Einheit und meinen mich. Und wie gesagt, das liegt eben daran, dass die deutsche Synchro noch diesen Zensursachen unterlag. Die Bio-Einheit muss als Strafe für ihre Aktionen deaktiviert werden. Speichern wir mal. Wir wollen uns deaktivieren. Okay. Da hat es ziemlich geknallt. Ah, danke. Damit merke ich schon mal den Schmerz nicht. Okay, das scheint eine Granate gewesen zu sein, die ich nicht bemerkt habe. Dann haben wir hier oben ein grün leuchtendes Health-Kit.
wollen wir doch haben. Wir wollen speichern. Da oben ist ein Sniper-Nest. Okay. Das ist ein blöder Ort zum Speichern, Computer. Nein. Dann machen wir das so. So, das können wir schon. So, jetzt wissen wir, dass da der Sniper ist. Okay. Wir haben auch volle Lebensenergie, also können wir auch einfach so machen. Dankeschön. So viel zum Thema Sniper. Und in dieses Ding hier rein. Und schon wieder geladen. Das ist ja das, was ich meinte. Wir haben hier nicht viel. Da ist noch einer. Da war einer. Ach ja, hier hätte ich hier hinterrennen können und hätte die hiermit alle wegballern können. Nun ja, ich bin halt eher der vorsichtige Typ. Ich mag die MG überhaupt nicht. Ich mag eigentlich die Pumpgun, wenn dann lieber. So, dann speichern wir hier mal. Hier ist wieder ein blutiger Fingerabdruck an der Wand. Inklusive kastiger Grafikfehler drumherum. Okay, hier sind Sprengladungen angebracht, die wahrscheinlich auslösen, wenn ich hier durch diese Dinger gehe. Ich probiere es mal aus. Ja, genau. Die Sprengladungen lösen aus, wenn ich hier durchgehe. Okay. Mal so. Ducken, ducken. Und springen wollte ich sagen. Ich habe extra gespeichert. Kurz vor dem Sprung. Das ist hart. Ich lasse mich jetzt noch ein paar Mal explodieren, bevor ich aufgebe. Ich gehe davon aus, tatsächlich, dass das gar nicht der richtige Weg ist. Okay, das macht denen nichts aus. Interessant. Ah. Das ist komisch, weil ich bin so reingekommen. Okay, die kann man verschieben. Ich kann hier auch durchlaufen. Kann ich das hier auch verschieben? Ja, kann ich. Dann ziehe ich mir das erstmal hier weg. Das bewegt sich hier ganz schnell. Und schiebe das mit Gewalt nach drüben. So. Und jetzt geht das dahin und nach hinten. Schauen wir mal, ob das die Lösung ist. Also, speichern. Geduckt hier hin. Und jetzt kommen wir hier rauf. Und hier hin. Das hat funktioniert. Wir sind oben und haben das nicht ausgelöst. Eliminierung von zivilen Einheiten gehört nicht zur primären Kampfprogrammierung. Die wollen also die Wissenschaftler nicht töten. Müsst ihr auch nicht mehr. Ihr seid mich jetzt tot. So. Hier kann ich also etwas starten. Oh, ja, das ist die Rakete, die sie im Orbit haben wollen. Die habe ich gerade eben gestartet. Ich ging davon aus, dass ich, bevor ich die starten kann, noch irgendwas tun muss. Hier richtig durch. Und hier gehen die Türen wieder auf. Fein. Die Rakete haben wir gestartet.
Gucken wir mal, was wir noch so finden. Oh, den Kontrollraum. Mit entspannender Musik. Satellite Portal Array. Satellite Array Status Offline. Eigentlich müsste es jetzt online sein, oder? Ich habe doch den Satelliten ins Weltall geschossen. Gut, das kann gut sein, dass es ein bisschen dauert. Ich kann es auch nicht nochmal machen. Von daher kann ich davon ausgehen, ich habe jetzt diesen Satelliten, den die im Weltall brauchen, ins Weltall geschossen. Muss ich jetzt echt wieder durch? Gibt es hier keinen anderen Weg? Ja, ich weiß. Mal gucken, kann man hier durch? Nein. Gucken wir nochmal hier in dem Links. Gab es hier noch irgendeinen Durchgang irgendwo hin? Ja, irgendein Weg. Ich muss scheinbar wirklich noch einmal durch diesen Raum mit dem Sprengstoff. Schade. Hatte gehofft, das bleibt mir erspart. Okay. Aber ich kann das ja jetzt analog machen. Ich kann ja hier wieder in den Sprengstoff reinrennen. Hat die gespeichert? Ja, ja. Weil ich wusste, die Störung ist hartlich. So. Dann haben wir das geschafft. So, wir wissen wieder, hier ist der... Hier ist der Sniper nicht. Dann kommen wir wieder zurück. Der Sniper war jetzt hier. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie... Das scheint nicht zu gehen. Aber hier ist jetzt offen. Ja, hier ist jetzt offen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Noch ein Zug, diesmal ein anderer Typzug. Naja, das Kapitel heißt ja auf Schienen, von daher ist es ja nicht verwunderlich, wenn wir jetzt einen Zug finden. Das Hochspringen von solchen Kanten ist wirklich blöd. So, dann speichern wir mal. Hier sind wir in einem doch mehr gepanzerten Zug scheinbar. Gucken wir mal, wo der uns hinführt. Festnahme. Ich würde sagen, in den Tod. Okay, wir müssen gucken, wann wir abspringen können. Was das, wenn die hier sind, dann können wir hier so raus. Das war gut eingeschädelt von denen. Muss ich sagen, ja. So, dann gucken wir mal. Hier sind wir jetzt unter Wasser und müssen schnellstmöglich wieder nach oben, um Luft holen zu können. Dafür können wir auch die Sprungtaste einfach gedrückt halten. So, hier ist der Zug also gelandet. Und was haben wir hier? Okay. Okay. So, wir können also hier diese... Das sind wieder diese Fische, die Schaden machen. Das ist nervig. Also hau ich die platt. Ja, ich verliere Lebensenergie wegen Sauerstoff. Und die Lebensenergie kommt zum Glück wieder zurück, wenn ich den Sauerstoff nachgeladen habe. So. Kann ich hier jetzt auf das Fass rauf? Ja, das geht. Super. Okay. Okay, ist einer von denen. Den machen wir mal hier platt. Der hat sich schon mal für uns um den Soldaten gekümmert. Auch. Das ist wirklich kein Treffer. Das Ding ist wirklich nicht sonderlich stark, weil es eben die Streuung hat.
Damit kann man natürlich besser zielen. Aber hier können wir uns schon mal wieder heilen. So, und bevor wir weiter gucken, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute und gucken beim nächsten Mal weiter, wie es weitergeht. Ja, das neue Segment heißt also Festnahme. Und natürlich werden wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, festgenommen zu werden, ist ja klar. Und natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden Waffen. Aber das gucken wir uns das nächste Mal an. Ciao, miau.